Herzlich willkommen zum Modul 6 der Psychopharmakologie im Sommersemester 2020. Wir behandeln heute Tranquilizer und Hypnotika. Das sind also vor allen Dingen ganz wesentlich Benzodiazepine und die sogenannten Z-Substanzen. Wie und wo wirken diese Substanzen? Entfalten ihre Wirkung am GABA-Chloridionen-Benzodiazepin-Rezeptor-Komplex. Komplizierter Name, also das ist ein Ionenkanal, ein Chloridionenkanal. Dieser Chloridionenkanal ist durchlässig für Chloridionen. Wenn GABA, das ist der natürliche Neurotransmitter, GABA-Chloridionenkanal-Komplex, wenn also GABA hier bindet, an dieser Bindungsstelle für GABA wird dieser Ionenkanal durchlässiger für Chloridionen. Es kommt zum Chloridioneneinstrom und wir haben dann hier eine stärkere negative Ladung im Zellinneren und damit eine Hyperpolarisation und damit eine Hemmung dieses Neurons. Deshalb wirken eben Benzodiazepine und Z-Substanzen oder GABA als natürlicher Neurotransmitter. Deshalb wirken die inhibitorisch, also GABA als wichtigster inhibitorischer ZNS-Neurotransmitter. Hier also nochmal das komplizierte Wort. GABA-Chloridionen-Benzodiazepin-Rezeptor-Komplex drückt also nochmal aus. Es handelt sich zunächst mal um einen Chloridionenkanal. Da haben wir eine GABA-Bindungsstelle, beziehungsweise auch zwei, und eine Benzodiazepin-Rezeptor-Bindungsstelle, die lokalisatorisch anders ist als die GABA-Bindungsstelle. Benzodiazepine und auch Z-Substanzen sind positive allosterische Modulatoren, das heißt, sie sind nicht selbst agonistisch, aber sie verstärken die Wirkung des natürlichen Neurotransmitters. Das heißt, für eine Wirkung von Benzodiazepinen und Z-Substanzen brauchen wir den natürlichen Neurotransmitter GABA. Aber die Wirkung wird dann letztendlich verstärkt dadurch, dass eben mehr Chloridionen in das Zellinnere einströmen können. Dann ist wichtig, dass Benzodiazepine, dieser Kanal besteht aus 5 molekularen Untereinheiten, das ist also ein großes Molekül, dieser Kanal. Der besteht aus 5 Untereinheiten, 6 Alpha-1-Untereinheiten, es gibt 6 verschiedene Alpha-Untereinheiten, verschiedene Beta-Untereinheiten und Gamma-Untereinheiten. Es gibt auch noch andere, weitere Untereinheiten, die aber für die Humanpharmakologie von Benzodiazepinen keine Rolle spielen. Was wichtig ist, ist die Alpha-Untereinheit, weil die Alpha-Untereinheit letztendlich bestimmt die Affinität von Benzodiazepinen an diesem Kanal. Denn sensitiv für Benzodiazepine sind nur die Kanäle, die eben hier in der Alpha-Untereinheit entweder ein Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 oder Alpha 5 haben, Alpha 4 und Alpha 6, also Rezeptoren bzw. Kanäle mit einer Alpha 4 und einer Alpha 6 Untereinheiten sind nicht Benzodiazepin sensitiv und auch Z-Substanzen nicht. So, das Besondere oder was unterscheidet Benzodiazepine letztendlich von Z-Substanzen? Benzodiazepine sind mehr oder weniger non-selektiv für diese vier Untereinheiten. Z-Substanzen haben eine Selektivität oder zumindest eine relative Selektivität. Bei hohen Dosierungen geht das auch verloren, aber eine relative Selektivität hier für diese Alpha-1-Untereinheit. Ja, Z-Substanzen, also Z-Hypnotika, sind also prinzipiell gar nicht so verschieden von Benzodiazepinen. Sie binden auch an diese Bindungsstelle, also an der Benzodiazepin-Bindungsstelle, sind keine Benzodiazepine, binden aber an der gleichen Bindungsstelle und haben eine relative Selektivität für Alpha 1. Wofür ist das wichtig? Hier haben wir stehen Sedierung, ja, Alpha 1. Also Sie brauchen im Prinzip für eine sedierende Wirkung, vor allen Dingen, zumindest nach unserem heutigen Kenntnisstand, Substanz, brauchen Sie eine Bindung an die Alpha-1-Untereinheit. Und das sind eben genau
Z-Substanzen, die binden hier mit einer relativen Selektivität. Benzodiazepine binden aber zusätzlich eben an Alpha 2, Alpha 3 und Alpha 5. Und über Alpha 2, da gehen wir davon aus, darüber wird die Anxiolyse vermittelt. Auch über Alpha 3 übrigens, Alpha 2 und Alpha 3, also hier nach vor allen Dingen Alpha 2, das ist sicherlich wahrscheinlich auch etwas Alpha 3. Muskelrelaxation wird über Alpha 2, Alpha 3 und Alpha 5 vermittelt. Antikonvulsive Wirkung wieder über Alpha 1. Und dann können Sie sich eben vorstellen, wenn Sie eine Z-Substanz geben, dann sind das Substanzen, wenn die eben selektiv an Alpha 1 binden, dann sind die weniger anxiolytisch wirksam. Ja, also wenn Sie eine anxiolytische Wirkung erreichen wollen, geben Sie keine Z-Substanz. Dann geben Sie lieber ein Benzodiazepin, weil Benzodiazepine eben hier non-selektiv wirken und Sie auch immer die Alpha-2-Wirkung dabei haben. Man hat auch versucht, Substanzen zu entwickeln, die nur anxiolytisch sind, also mit einer präferentiellen Bindung an Alpha 2. Aber solche Substanzen sind letztendlich in der Klinik, in der klinischen Entwicklung gescheitert. Die haben wir also bis heute nicht. So, und dann sieht man eben auch, über Alpha 1 wird auch die Amnesie vermittelt. Diese Substanzen haben einen amnestischen Effekt. Und das, was mir eben noch gefehlt hat, der amnestische Effekt, diese vier Wirkungen habe ich genannt. Und die Abhängigkeit wird auch über Alpha 1 vermittelt, nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Das bedeutet, wenn Sie Z-Substanzen geben, haben die auch Abhängigkeitspotenzial. Also das, was man am Anfang, als diese Substanzen auf den Markt kamen, was die Hersteller gerne behauptet haben, dass die nicht abhängig machen, das ist sicherlich nicht zutreffend. Die abhängigkeitserzeugende Wirkung mag etwas geringer sein als bei den Benzodiazepinen, aber letztendlich in der klinischen Praxis, ich habe schon Patienten gesehen, die haben 50 Tabletten Zolpidem an einem Tag gegessen. Also das kommt ganz sicher vor. So, und die Amnesie wird eben auch über Alpha 5 vermittelt. Deshalb hat man auch versucht, unter der Vorstellung, wenn eine Alpha-5-Wirkung amnestisch macht, dann könnte man ja Antagonisten entwickeln, die Kognition oder das Gedächtnis verstärken. Aber auch solche Substanzen haben bisher den Markt nicht erreicht. Also es macht schon Sinn, sich über die Pharmakologie, die rezeptorspezifische Pharmakologie dieser Substanzen ein bisschen Gedanken zu machen. So, es gibt prinzipiell drei Z-Substanzen, wobei Zaleplon in Europa nicht mehr auf dem Markt ist, schon seit einigen Jahren nicht mehr. Das steht hier noch zur der Vollständigkeit halber. Im Prinzip müssen Sie diese beiden Substanzen kennen, Zopiclon und Zolpidem. Die unterscheiden sich in ihrer Halbwertszeit, das zeige ich Ihnen auf dem nächsten Chart. Und dann gibt es Benzodiazepin Hypnotica und Benzodiazepin Tranquilizer. Wobei die Grenze sicherlich künstlich ist, weil sich diese Substanzen pharmakologisch eigentlich nur in ihrer Pharmakokinetik unterscheiden, aber nicht in ihrem Rezeptorbindungsverhalten. Also Sie könnten zum Beispiel, und das wird auch gemacht, Sie könnten Lorazepam zum Beispiel, das als Tranquilizer zugelassen ist, könnten Sie genauso gut als Hypnotikum verwenden. Und umgekehrt, ja, Flunitrazepam, das ist das berühmte Rohypnol, sehr potentes Hypnotikum, könnten Sie theoretisch auch als Tranquilizer verwenden, weil es sich im Bindungsverhalten nicht unterscheidet von den Tranquilizern. Und dann eben, weil das Bindungsverhalten an diesen Untereinheiten hier sehr ähnlich ist, die binden also alle non-selektiv an Alpha 1 bis Alpha 5. Ja, hier haben wir die Halbwertszeiten dieser Substanzen. Zaleplon müssen Sie sich nicht merken. Zolpidem, Halbwertszeit sehr kurz. Das wird vor allen Dingen bei Einschlafstörungen genommen. Und Zopiclon 2 bis 6 Stunden ist auch noch verglichen mit den Benzodiazepinen, werden Sie gleich sehen, immer noch relativ kurz. Aber wenn Sie Zopiclon nehmen, können Sie schon davon ausgehen, am nächsten Morgen haben Sie immer noch einen Überhang. Und das kommt zum Teil, gerade bei höheren Dosierungen und bei Frauen,
kommt das auch beim Zolpidem vor. Also davon merken sie auch am nächsten Morgen noch was, obwohl die Halbwertszeit eben so kurz ist. T-Max, also die Zeit, der Zeitpunkt des Plasmaspiegelmaximums, relativ kurz. So, und dann haben wir hier die Benzodiazepine. Da müssen Sie sich auch nicht die Zahlen merken. Was man sich merken sollte, ist hier die T-Max von Diazepam sehr kurz. Wenn Sie Diazepam, Diazepam ist eigentlich das Psychopharmakon, was am schnellsten im Hirn ist. Das ist eine sehr lipophile Substanz. Und bei oraler, selbst bei oraler Aufnahme haben Sie eine sehr schnelle Wirkung. Also schon nach 15 Minuten merken Sie das. Und das Plasmaspiegelmaximum nach etwa einer Stunde, das geht also sehr schnell ins Hirn, ähnlich wie Nitrazepam hier. Aber man kann sich merken, Diazepam ist das Psychopharmakon, was am schnellsten im Hirn ist, weil es eine ausgeprägte Lipophilie hat. Die ausgeprägte Lipophilie der Substanz führt aber eben auch dazu, wenn Sie das IM geben, dann wird es relativ schlecht aus dem Muskel resorbiert. Das heißt, das ist nicht zu empfehlen. Es wird langsam und unvollständig resorbiert und unzuverlässig. Das heißt, wenn Sie die schnelle Wirkung von Diazepam wollen, dann geben Sie es nicht IM, sondern IV. Das ist das eine. Und dann sehen Sie, die Halbwertszeiten sind alle länger als bei den Z-Substanzen. Sie müssen bei solchen, bei den Benzodiazepinen immer, wenn Sie die als Hypnotika geben, damit rechnen, dass Sie auch am nächsten Morgen noch eine Wirkung haben und einen ausgeprägten Überhang haben. Und dass das dann eben auch die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie hier solche langwirksamen Substanzen geben, wie zum Beispiel Diazepam, das hat aktive Metaboliten. Also Metaboliten bedeutet die aktive, pharmakologisch aktive Metaboliten. Desmethyldiazepam, Nordiazepam, das hat eben eine Halbwertszeit, die bei alten Menschen sogar noch über die 100 Stunden hinausgehen kann. Ja, das ist das Flunitrazepam, wie gesagt, Rohypnol, wird als potentes Benzodiazepin-Hypnotikum betrachtet. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie das am Abend als Hypnotikum geben, dann hat der Patient dann noch den ganzen darauffolgenden Tag davon etwas. Und dementsprechend ist auch seine neuropsychologische Leistung reduziert und Sie müssen mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit rechnen. Also gerade bei älteren Patienten und in der Hypnotika-Indikation insbesondere, geben Sie nicht diese Substanzen mit den langwirksamen Metaboliten. Gebräuchlich heute in der Klinik, am gebräuchlichsten ist hier das Lorazepam mit einer Halbwertszeit von 9 bis 19 Stunden, gilt als mittellang wirksam, aber die Halbwertszeiten sind eben immer noch lang. Beeinträchtigt also die neurokognitive Leistung schon auch länger nach der Einnahme. Interessanterweise nimmt die Verordnung dieser Substanzen insgesamt ab. Ich habe hier mal die Zahlen von 2002 und 2017, die ich hier aus dem da steht Arzneiverordnungsreport 2015, das stimmt nicht, das ist der von 2018. Also im Arzneiverordnungsreport von 2018, da sind die Zahlen für 2017 drin, die habe ich mal den Zahlen von 2002 gegenübergestellt. Und dann sehen Sie, gucken wir uns erstmal hier die Tranquilizer-Indikation an, das ist eine Halbierung der Verordnung von Benzodiazepinen. Und bei den Hypnotika sind die Benzodiazepine sogar noch mehr zurückgegangen. Die werden kaum noch als Hypnotikum gegeben. Das ist absolut sinnvoll. Dafür werden Z-Substanzen gegeben und Sie sehen, das ist relativ stabil. Aber es nimmt zumindest nicht zu, was ein positives Zeichen ist. Pflanzliche Präparate waren eben 2002, konnten noch zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden. Der Arzneiverordnungsreport, der berichtet immer die Verordnung zu Lasten der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb ist die Zahl so hoch. Und dann 2004, meine ich, wenige Jahre später jedenfalls, ist dann die Erstattungsfähigkeit zu Lasten der GKV abgeschafft worden.
Und deshalb ist hier, hat hier die Zahl deutlich sich reduziert. Grafisch dargestellt, hier haben wir die Benzodiazepine. Ja, das ist die Hypnotika-Indikation, also Benzodiazepine deutlich runtergegangen. Z-Substanzen relativ stabil mit einer leichten Abwärtstendenz. Und da muss man eben tatsächlich sagen, das ist vernünftig. Ja? In der Hypnotika-Indikation sollte man zu einer Z-Substanz greifen, einfach weil die wirklich vor allen Dingen auf die Alpha-1-Untereinheit gehen und weil sie keine aktiven Metaboliten haben, kürzer wirksam sind und es weniger Hangover-Phänomene gibt. Nun drücken diese Zahlen nicht das, die Verschreibungshäufigkeiten in der Realität ab. Das muss man auch wissen und deshalb habe ich hier diese Zahlen mal noch mitgebracht. Die stellen nämlich gegenüber den Vergleich, die Verordnung entsprechend dem Arzneiverordnungsreport und Einkaufsstatistiken öffentlicher Apotheken. Und die Einkaufsstatistiken öffentlicher Apotheken, die umfassen zusätzlich noch die private Krankenversicherung. Also das hier ist die gesetzliche Krankenversicherung, das ist alles zusammen, GKV und PKV. Und dann sieht man hier, wir gucken uns erstmal hier die blauen an, das ist ein Benzodiazepine und dann sieht man, das ist der Arzneiverordnungsreport und das ist Einkaufsstatistik, also inklusive der Privatrezepte. Dann sehen Sie, die Hälfte der Benzodiazepine wird auf Privatrezept verordnet. Und genauso sieht das bei Z-Drugs aus, bei den Z-Substanzen. Die Hälfte geht auf Privatrezept. Das heißt, diese Zahlen hier gaukeln eine Situation vor, wie sie real gar nicht ist. Und hier sieht man das auch, das ist Flunitrazepam, also Rohypnol. Das hier ist die GKV, Arzneiverordnungsreport, das Dunkle und dann kommt eben oben drauf noch Privatrezepte. Und beim Flunitrazepam muss man eben auch wissen, das ist dann irgendwann umgestellt worden, weil das gerne dann auch missbraucht wurde von Drogenabhängigen. Ist dann auch dann der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung unterstellt worden. Also klare Abnahme. Bei den Z-Substanzen, hier als Beispiel Zolpidem, hat die Verordnung auf Privatrezept über die Jahre eher zugenommen. Warum ist das so? Sie können nach dem die Verordnungsfähigkeit von Benzodiazepinen und Z-Substanzen ist in der Arzneimittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses geregelt und da steht drin, dass sie zu Lasten der GKV diese Substanzen nur für 4 Wochen verordnen dürfen. Danach machen das viele trotzdem weiter, aber man muss das ganz besonders begründen und sie rechnen, müssen dann immer mit dem Regress rechnen. Das heißt, wenn sie länger als 4 Wochen verordnen, reduzieren sie als Verordner, als Arzt, Ärztin ihr Risiko eines Regresses, indem sie ihrem Patienten dann die Substanz auf Privatrezept geben, weil es auf Kassenrezept strikt betrachtet nicht mehr erstattet wird, laut Arzneimittelrichtlinie des GBA. Daran liegt das. Also diese Substanzen werden besonders oft auf Privatrezept verordnet. Hier nochmal für Zopiclon, also das länger wirksame, die länger wirksame Z-Substanz. Und hier sieht man eben auch 40-50% werden auf Privatrezept verordnet. Man muss also davon ausgehen, diese Substanzen werden zum Teil länger als die empfohlenen 4 Wochen verordnet. Denn in dem Moment macht das dann Sinn. Besonderes Problem, deshalb will ich da hier jetzt noch kurz drauf eingehen, bei diesen Substanzen sind Abhängigkeit und Missbrauch. Das ist jetzt eine Arbeitsgruppe der American Psychiatric Association, das ist schon von 1990, hat aber immer noch Gültigkeit. Danach gab es keinen entsprechenden
Taskforce-Bericht mehr. Und wenn man sich diesen Bericht hier anguckt, da muss man sagen, das Risiko wird relativ heruntergespielt. Das ist Risiko von Abhängigkeit und Missbrauch. Da steht zum Beispiel, ich möchte wertfreier formulieren, es wird als moderat bis gering beurteilt. Da steht zum Beispiel drin, there is no data to suggest that long-term therapeutic use of benzodiazepines by patients commonly leads to dose escalation or to recreational abuse. Also es gibt tatsächlich viele Patienten, die therapeutische Dosierungen von Benzodiazepinen einnehmen über Monate bis manchmal Jahre, ohne dass sie ihre Dosis steigern. Und Dosissteigerung wäre ein typisches Charakteristikum eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit. Das passiert oft eben nicht. Also das ist sicherlich, verglichen mit anderen Substanzen, ist der Benzodiazepin-Missbrauch übersichtlich. Das ist die Einschätzung auch der APA, aber ein britischer Suchtforscher kam hier zu diesem Schluss. Benzodiazepines are undoubted drugs of abuse. Aber es gibt schon Fälle, in denen diese Substanzen missbraucht werden und auch Menschen davon abhängig werden. Keine Frage. Also als die Benzodiazepine in den 60er Jahren in den Markt kamen, da gab es gewaltige Werbekampagnen, da wurden viele Menschen, gerade übrigens Frauen, von diesen Substanzen abhängig. Das war ein Riesenproblem. Und dann hat es viele Jahre gedauert, hier ein Problembewusstsein für diese Substanzen zu entwickeln. Und die dann auch letztendlich wieder dann kritischeres Verschreibungsverhalten zu induzieren. Und hier nochmal, die APA schreibt, Benzodiazepines are not drugs of abuse, although benzodiazepine abuse is common among people who are actively abusing alcohol, opiates, cocaine or sedative hypnotics. Also die APA schreibt, Benzodiazepine werden vor allen Dingen von Menschen gebraucht, die schon auch andere Suchtmittel gebrauchen, wie Alkohol, Opiate, Kokain. Ich glaube, das ist eine zu vorsichtige Einschätzung. Also wie gesagt, auch bis heute gibt es eine hohe Zahl auch von Benzodiazepin-abhängigen Menschen, auch in Deutschland. Was machen Benzodiazepine im Belohnungssystem? Das ist jetzt, Sucht und Belohnungssystem ist jetzt nicht im Zentrum dieser Vorlesung, aber das zentrale Neuron im Belohnungssystem ist dieses Dopaminerge, das blaue, das Dopaminerge-Neuron von der VTA, ventrales tegmentales Areal oder ventrale Mittelhirnhaube, also im Mittelhirn, liegt dieses Dopaminerge-Neuron, das projiziert hier in den Nucleus accumbens, dieses hier, ja. Das ist das zentrale dopaminerge Neuron im Belohnungssystem. Und das wird eben, unterliegt eben einer GABAergen Einfluss. Sie sehen hier, dieses dopaminerge Neuron wird einmal durch hier so ein Interneuron gehemmt. Es gibt hier eine Feedback-Hemmung und dann gibt es hier ein GABAerges Neuron, das hier hemmt. Das PPT ist Pedunculopontines Tegmentum oder Nucleus, also auch im Hirnstamm. So, und was machen Benzodiazepine hier? Also das ist das dopaminerge Neuron in der VTA. Das projiziert in den Nucleus accumbens oder das ventrale Striatum. Und wenn dieses dopaminerge Neuron feuert, dann wird hier Dopamin freigesetzt und alle Suchtmittel, alle Substanzen, die eine Belohnung signalisieren, führen dazu, dass dieses dopaminerge Neuron feuert und hier Dopamin freisetzt. Dieses ist eben
dieses GABAerge Interneuron hier in der VTA. So, das hemmt eben normalerweise. Und hier haben wir einen Benzodiazepin-Rezeptor, beziehungsweise einen Komplex, einen Ionenkomplex mit einer Alpha-1-Untereinheit. Und hier haben wir einen Benzodiazepin-Rezeptor mit einer Alpha-3-Untereinheit. So, und wenn wir jetzt ein Benzodiazepin geben, dann sagte ich, das wirkt nicht selektiv. Das bindet also einmal hier und einmal hier. Und hier wird natürlich die Erregung des Neurons gehemmt. Das heißt, hier nimmt die Feuerrate ab. Dadurch wird es, kommt es hier zu einer Abnahme der GABA-Freisetzung und dieses Neuron wird enthemmt. Dieses hier sollte sollte eigentlich dieses Neuron hier hemmen. Was man eben aus Tierversuchen weiß, ist, dass der Nettoeffekt eher eine Zunahme ist. Also dieser Effekt hier überwiegt den hemmenden Effekt hier an der Alpha-3-Untereinheit. Und damit kommt es hier zu einer Zunahme der Feuerrate und damit hier zu einem, zu einer Dopaminfreisetzung. Ja, also auch vom theoretischen Modell, vom Tierversuch wissen wir, Benzodiazepine führen zu einer Dopaminfreisetzung. Nicht so stark wie Kokain oder Opiaten, aber ein Effekt, der im Zweifelsfall nicht zu vernachlässigen ist. Welche Patientengruppen sind abhängigkeitsgefährdet? Da hat die APA Task Force 1990 vier Patientengruppen identifiziert. Patienten mit Suchtanamnese, die nannte ich schon. Patienten mit chronischen körperlichen Erkrankungen und Schmerzsyndromen, gerade mit Schmerzsyndromen. Patienten mit Dysthymerstörungen und Persönlichkeitsstörungen. Und Patienten mit chronischen Schlafstörungen. Wobei man eben auch hier wissen muss, Schlafstörungen reagieren auf Z-Substanzen und Benzodiazepine sehr gut am Anfang, aber die verlieren einfach nach einigen Tagen bis einigen Wochen ihre Wirkung. Und deshalb hat eben der GBA auch gesagt, man sollte diese Substanzen nicht länger als 4 Wochen einnehmen. Dann, danach verlieren sie ihre Wirkung und dann werden sie nur noch eingenommen, um einen Rebound zu vermindern. Das Abhängigkeitsrisiko steigt bei höheren Dosierungen natürlich, soll vor allen Dingen bei kürzer wirksamen Substanzen problematisch sein, weniger bei den langwirksamen Substanzen und bei längerer Behandlungsdauer. Und die APA hat damals gesagt, bei therapeutischen Dosierungen länger als 4 Monate. In der Klinik geben wir Benzodiazepine tatsächlich manchmal länger als 4 Wochen, aber 4 Monate ist schon sehr lang. Nach 4 Monaten können Sie eigentlich nicht mehr damit rechnen, dass es noch eine therapeutische Wirkung hat. Da werden diese Substanzen eben oft nur noch eingenommen, um Rebound-Phänomene zu hemmen. Wobei viele Patienten berichten, sie kommen auch langfristig damit nicht klar und die berichten einen positiven therapeutischen Effekt auch bei langfristiger Einnahme. Das sind eben diese Patienten mit einer langfristigen therapeutischen Einnahme. So, und dann jetzt zum Abschluss dieser ersten Serie von Vorlesungen der Hinweis auf meinen Blog unter dieser Webadresse hier. Da können Sie einiges auch zu psychopharmakologischen Themen nachlesen und einen Hinweis auf meinen YouTube-Kanal. Und damit bin ich jetzt erstmal für diesen Blog am Ende und dann machen wir weiter mit einem großen Blog Antipsychotika. Folgt in Kürze.